wenn man sich mal die Mühe macht, was macht einen guten Lehrer aus und versucht, das in wenigen Sätzen mal darzustellen, dann würde ich folgende Punkte nennen. Erstens Fachkompetenz und Freude am Unterricht. Das zweite Empathie für Kinder, nicht nur wenn es denen gut geht, sondern auch in schwierigen Zeiten und in schwierigen Entwicklungsphasen. Der dritte Punkt ist Humor und Gelassenheit, ganz wichtig für einen Lehrer. Die Bereitschaft zur Weiterbildung, also nicht nur darüber reden, wie wichtig Weiterbildung ist, sondern auch selber mal. Und ein sehr allgemeiner Punkt, den halte ich aber für wichtig, ein Lehrer muss Autorität besitzen, ohne autoritär zu sein. Das beste Beispiel gegen, wie heißt es heute auf Neudeutsch, Burnout, ist, ich sage es mal im Beispiel, alle 10 Jahre seine Unterlagen vernichten und sich neu vorbereiten, dann bleibt der Unterricht auch spannend. Wenn ich mit Langeweile zum Job in die Schule gehe, bin ich frustriert und dann bin ich auch kein guter Lehrer mehr. Dann kann ich auch über EDV machen. Aber nach meiner festen Überzeugung ist der Unterricht der beste, der Personal ist. Der Lehrer ist nicht ersetzbar. Er kann nur ergänzt und unterstützt werden durch Medien. Deswegen kommt es auf die Person an und deswegen ist das Studium so wichtig.